in der letzten Episode. Weil du ja nicht über Steine steigen kannst. Mhm. Alter Schwede, steht er hier vor der Tür, der Penner? Und so geht's weiter. Right about now. Und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Ja, die Sonne geht gerade auf. Deswegen ist hier alles noch so schön in Blau und ein bisschen in Gelb getunkt. Für mich beginnt mal wieder eine neue Aufnahmesession. Das heißt für mich als erstes, ich schau mal, was eigentlich die Trocknungsmaschinerie macht hier. Need something to eat. Nee, hier gibt's nichts. Okay. Das sieht gut aus. Der Darm ist bei 78% und ich glaube, das war unser einziger. Kann das sein? Ja, juhu. Ja, juhu. So ein Mist. Ja, uns fehlt ein Darm. In der letzten Folge hätte uns beinahe der Bär den Darm ausgenommen sozusagen. Das fand ich jetzt nicht so geil. Ja, schöner Schreck. Und jetzt mache ich erstmal das, was der Jürgen wollte. Ja. Und zwar, ich habe das in meiner privaten Sandbox überprüft. Da oben gibt es nämlich eine Box. Ja, ich gucke immer nur nach unten. Die ist aber leider leer. Hm, verdammt. Sonst nicht. Hier kann man nicht aufstehen, oder? Also ich sehe das zumindest nicht. Also ich habe das in der... Ach, gucke mal. Ah, 21%, aber es ist nur eine Tomatensuppe. Also vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Ah ja, man kann hier auch rausfallen. Das ist ja gut. Ja, sonst ist hier aber nichts. Man kann da nicht aufstehen. Also man kann jetzt nicht noch weiter gucken. Aber super, hey. Danke für den Tipp, Jürgen. Das war echt... Das bringt uns immerhin eine halbe Nacht. Also 6 Stunden Schlaf. Ja, das ist super. Gut. So, was machen wir mit dem angeknabberten Tag? Wir müssen raus. Wir brauchen Därme. Ja, das ist unser Problem. Und aus dem Grund, wir haben 14 Kilo an uns. Ich guck mal ganz kurz durch. Schmerzmittel haben wir auch. Die Wassertabletten, das Viertelkilo lassen wir natürlich da. Wir lassen auch das Antiseptikum da. Dann sind wir fast 2 Kilo. Fast 1 Kilo leichter. Kleidung ist halt unsere. Und da... Ja, das nehmen wir halt mit. Sicher ist sicher. Hm. Unsere einzige Verteidigung müssen wir natürlich auch mitnehmen. Moment, also. Ich wollte noch eins zeigen. Und zwar, also auch das habe ich in meiner privaten Sandbox getestet. Ich hatte ja gesagt, dass man, dass ja hier da diese, das haben sie ja schön versperrt mit so Paletten. Ja, jetzt geh doch durch. Du schaffst das doch. Auch wenn du da durchgucken kannst. Und wenn man das wegnimmt, stehen dann die Steine da. Das stimmt nicht. Also sie nimmt dann die Steine auf. Gut, man sieht sie nicht mehr, in den Tat wird zum Glück nicht abgezogen. Die sind halt weg. Also man kann, wenn man das auseinanderkloppt, kann man direkt hier durchgehen. Welchen Vorteil das bringt, weiß ich nicht. Ist ein bisschen schneller als durch diese Röhre. Ja, das stimmt. Allerdings muss man jede Palette einzeln zerkloppen. Also es sind 8 Zerkloppungen und das ist mir dann das die Mühe nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man machen, wenn man genügend in petto hat, nicht im Interloper. Ja. So, jetzt werden wir uns mal knapp 1 Kilo entledigen. Was sagt eigentlich unser Wasserbestand? Da sie ja so einen Brand hat, sollte man vielleicht dann von oben noch 1 Liter mitnehmen. Inzwischen ist es auch hell geworden, also es ist echt lustig, dass es, wie schnell das geht. Weißt du, das sind ein paar Minuten und zack, ist es hell. Genau. Was mir auch nur aufgefallen ist beim Editieren, ja. Das muss ich mir unbedingt merken und vielleicht machen wir das auch gleich, wenn wir dürfen. Ich weiß nicht, ob man hier darf. Ja, das hängt ja nicht nur immer von uns ab, ob man irgendwas darf oder nicht. Schlafsack haben wir dabei, das ist das Wichtigste. Wir nehmen noch ein Wasser mit. Von den Sachen brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nichts. Das ist auch nur ein Haken. Hm, das ist natürlich blöd, dass der hier liegt. Weiß, toll. So ein Mist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen. Wobei... Das war gar nicht so schlecht gedacht, meine Güte. Das war gar nicht so schlecht gedacht. Immerhin guter. Ja, wir sind im Interloper. Ist ja ein Eher. Die Kleidung, die ist leider dann doch tatsächlich zu schlecht. Wir werden jetzt eigentlich nicht irgendwo... Schmerzmittel haben wir genug da. Den Hagebuttentee können wir da lassen. Ich nehme noch einen Verband mit. Was liegt da sonst noch? Noch ein Brecheisen. Naja, hervorragend. Aber da liegt doch... Ach, die Bügelsäge. Warte mal. Aber die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Wir zersägen ja kein Metall und wir gehen jetzt auch nicht auf den Wolfsberg. Wir wollen Darm auseinandernehmen. Aber ich habe erstmal eins vor. Ah, es ist neblig. Das ist okay. Temperatur minus 8 geht sogar. Das ist angenehm.
Und zwar, ich weiß nicht, ob wir es dürfen. Ich probiere es trotzdem. Es gibt ja dieses Pfortenhäuschen da vorne. Ich weiß natürlich nicht, wo der Bär hier reinkommt. Und da vorne kreiselt es auch. Also Krähen. Vielleicht sollten wir mal gucken, was da vorne kreiselt. Krähen kreiselt. Was das ist. Ja, jetzt geht er. Und es gibt nämlich auch eine Höhle da hinten. Ja, sieht man nicht. Sieht man nicht. Okay. Okay. Ja, folgendes. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Pfortenhäuschen. Und dann, na, da ploppt die Fahne auf, hervorragend. Sofern wir dürfen natürlich. Ich glaube nämlich, da ist ein Medizinkästchen. Ich habe halt da immer nur nach unten geguckt und das sah man immer nur ganz knapp, ganz kurz in der Ecke. Weil vielleicht ist da ja was drin. Da, ja, genau. Na, Magentabletten wären mir jetzt schon lieber gewesen, weil von den Schmerztabletten haben wir echt, jetzt haben wir jetzt ein knappes Kilo, nee. 400 Gramm, okay, sind nur 100 Gramm, ist nicht 250. Gut, okay. Ja, wir können jetzt zu Katis Ecke wieder runter, aber es gibt ja, wenn man unter dieser kaputten Brücke durchgeht, zu dem Wasserfall, sofern man darf, ich weiß halt nicht, ob in der Richtung jetzt heute ein Wolf unterwegs ist, oder ein Bär, Hier ist ja alles möglich. Ja, so kommen wir hier übrigens auch raus. Genau, unter dieser kaputten Brücke links vorbei. Da könnte man nämlich mal gucken. Außerdem liegt hier ab und zu mal ein Behälter. Also zumindest hatte ich den in der Easy-Sandbox, den Behälter. Irgendwo hier, falls da einer liegt. Ja, ich war da nur zu... Ich habe das jetzt nicht gemacht, um mich hier drauf vorzubereiten, aber ich war halt da zufälligerweise, bin ich da auch im Ort der Trostlosigkeit, aber hier ist keine. Nö. Okay, dann gucken wir kurz, was da vorne rumkreiselt. Haben wir jetzt eigentlich die Lampe mitgenommen? Natürlich haben wir die Lampe nicht mitgenommen, weil ich ja intelligent bin. Ja, jetzt verdammt. Vielleicht sollten wir da nochmal zurück. Was sagt eigentlich die Temperatur? Was ist denn das? Ist das ein Reh? Ach, Tatsache. Ja, dann können wir natürlich hier bleiben. Das ist ja klar, da müssen wir nicht so weit weggehen. Wir müssen uns aber ein Feuer machen. Nebel ist natürlich praktisch, weil Nebel heißt meistens kein Wind. Aber wir haben 6 Stöcke dabei. Das ist natürlich schon der Hammer. Naja gut, dann gibt es halt nur eine Sch- Wobei. Warte mal. Was kostet denn ein Darm? 30 Minuten? 15 Minuten? Ja, das müssen wir halt mitnehmen. Das Fleisch nehmen wir auch noch mit. Weil 15 Minuten ist nicht so extrem. Ach, das sind 3,5 Stunden braucht. Nee. Keine Chance. Dann bringen wir den Darm jetzt lieber erstmal wieder in die Hibernia zurück. Nehmen die Lampe dann gleich bei der Gelegenheit mit. Und gehen dann in die Höhle. Und in der Höhle ist auf jeden Fall warm, meine Gutze, da. Das heißt mal keine Probleme mit deinen Fingern. Ja, dass man da 2 Därme braucht. Ich wusste das selber auch gar nicht mehr. Ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir ja uns auch einen Bogen gebastelt. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Und da hast du ja dann halt, ich meine, wir hatten Därme und Pelz und so. Oh, Mass. Das war ja gar kein Problem. Du bastelst das einfach. Da ist es dir auch dann letzten Endes egal, wie es aussieht. Wie viel du da brauchst. Naja, gut. Da muss ich mich da mal genauer schlau machen, bevor ich dann... Ja, wir sind gleich wieder drin. Was machen wir denn auch da drin? Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. So, sehr schön. Gut, dann legen wir den Darm auf jeden Fall dazu, nachdem der eine ja fast schon fertig ist. Ist das natürlich besonders ärgerlich. Ja. Schöner Mist. Ist das rein Prozent? Okay, dann machen wir das mal so. Wir müssen ja uns ja eh noch ein bisschen aufwärmen. Dann werden wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben mit... Ja, was gibt's denn hier zum Zeitvertreiben? Haben wir schon alles auseinandergeknöppelt, womit man sich Zeit vertreiben kann? Ich fürchte ja fast, ja. Vielleicht reicht das ja. Mal gucken. Ja, hinten und vorne nicht. Sehr schön. Gut, aber um direkt in die Höhle zu gehen, müsste es eigentlich schon reichen. Ja, davon nehmen wir auf jeden Fall was mit. Den Zunder, den wir jetzt gewonnen haben... Legen wir aber zur Hälfte ab. So.
Genau, dann haben wir nämlich ein bisschen Feuer dabei. Die Schmerztabletten legen wir wieder oben raus. Ja, naja. Dann ist das halt fertig, wenn wir wiederkommen. Dann können wir da basteln. Achso, ich habe jetzt eine Feder dabei. Das ist natürlich, die lassen wir auch gleich da. Ich weiß, nur eine Feder, aber wir können da auch bei der Gelegenheit gleich den Haken loswerden. So. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts hier zu deponieren. Gut. Alles klar. So, ja, ich denke, wenn wir zwei Packungen Schmerztabletten dabei haben, das reicht mehr als genug. So, einmal, zweimal. Hervorragend. Ach, Gott. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Sieht eigentlich gut aus. Genau, so. Lampe. Ja, die ist sogar relativ voll. Das ist praktisch. Zur Not. Ja, wie weit ist denn die? 100%. Gut, dann nehmen wir die noch mit. Das ist unsere Reservefackel, falls die Ölfackel ausgeht. So, das Wetter bleibt stabil. Wenn es mal neblig ist, bleibt es auf jeden Fall stabil. So, jetzt sind wir auf jeden Fall minus 7 Grad schon. Ist schon gerade gestiegen. Wir haben fast schon Mittag. Ja, das ist natürlich, bei Nebel wird es nicht wirklich warm. Ich höre die Bärenkrähen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt der Penner lang? Das werden wir mal gleich eruieren, sofern er hier mitmacht. Ja. Okay. Toll. Ja, juhu. Hier waren wir schon. Ja, natürlich waren wir hier schon. Ist ja klar. Ach. Zwei Wölfe jetzt. Super. Schöner Mist. Nur weil ich die Lampe vergessen habe, hängen wir jetzt hier rum. Gut, so werden wir zumindest warm. So, ich hoffe, das wird jetzt auch so berechnet, dass der Penner weitergelaufen ist. Nicht, dass er jetzt direkt vor der Höhle wartet. Scheint so. Der haut ab. Wieso, ist hier ein Bär oder was? Ich höre ihn auf jeden Fall. Toll, der rennt auch da hinten hin. Okay, gut. Okay, jetzt ist er da. Wir gehen rechts um den Felsen. Links seht ihr ihn gerade wieder aufs Eis stiefeln. Wir machen mal einen schnellen Schritt hier. So, dann sind wir zumindest mal aus der Sicht. Das hilft, weiß ich nicht. Ja, ich hätte halt schon gern das Fleisch von dem Hirsch, aber wenn da jetzt ein Wolf rumrennt, weiß ja nicht, wie neugierig der ist. Doch irgendwas. Links oben in der Ecke. Na, lass mich mal in Ruhe, du Penner. Das ist ein Fisch. Kann das sein? Ja, das ist ein Fisch. Können wir den schnell nehmen, ohne dass der uns mitkriegt? Ja, das ist ein Fisch. Tschüss! Sehr gut, sehr, sehr gut. Da liegt noch ein Fisch. Ne, das ist Holz, oder? Was ist denn das, was da liegt? Was liegt denn? Ach, das ist eine Leiche. Mach das Ding mal weg. Ich weiß, dass du es gleich anzündest. Sehr schön, Federn. Ach, da liegt sogar ein Verband. Ja, der Wolf hat uns nicht mal gesehen. Gut, okay. Dann kann der Darm trocknen, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und der Fisch, wie gut ist denn der? Ja, das müsste man natürlich mal... Toll. Juhu. So ein Mist. Hakebutten. Brauchen wir da eigentlich noch welche? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme sie halt mit. Ich meine, wir sind jetzt hier hinten in der Ecke. Ich denke nicht, dass wir da so schnell wieder hinkommen. Wasserfall. Sehr schön. Ja, dann geht's gleich da rein in die Höhle. Aber hier liegt nichts. Okay. Gut. Okay. Ja, noch ist es ein bisschen hell. Wir haben nichts zum Trocknen dabei, was wir rauslegen? Nein. Gut. Ich hält das für euch auf. So sparen wir uns ein bisschen Öl. Ich zücke aber schon mal die Fackel. Ist aber nicht wirklich was zu sehen hier.
Nö, das ist ein Stein. Ein ganz normaler, nicht mal nehmbarer Stein. Okay, gut, ich muss anmachen, sonst sehe ich hier nämlich gar nichts. Ich sitze ja auch unterm Fenster. Und draußen ist ja heute so schön hell. Da leuchtet es natürlich schön rein, da sieht man noch weniger. So. Okay, gehen wir mal rechts lang. Hier lagen nämlich in meiner Easy-Sandbox zwei Hirsche drin. Also gehe ich davon aus, dass vielleicht einer hier drin liegt. Müssen wir mal gucken. Wie geil ist das denn? Ja, das ist unser zweiter Schlafsack. Ist das nicht der Hammer? Ernsthaft, da unten ist ein Wolf. Das ist ja unglaublich. Wie soll man sich denn hier drin verteidigen? Und da liegt ein Hirsch, ja. Das ist ja nicht normal. Das hatte ich ja noch nicht hier drin, ein Wolf. Mist. Was heißt denn das? Ich schätze mal, das heißt vor allem das da, nehme ich mal an. Juhu. Wir müssen den Wolf erlegen, oder wie ist das? Kommen wir auch wieder so raus, ohne den Wolf zu erlegen? Ich werde mich wahrscheinlich jetzt super erschrecken. Ja, hallo, guten Tag. Verstauchtes Handgelenk. Okay, nimm mal das da. Erfrierung, kaltes Wetter. Ja, wieso haben wir zwei Erfrierungen? Ach nee, das ist verstauchte Handgelenk. Ich dachte gerade. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir pflanzen uns hier mal in die Ecke, machen natürlich die Lampe aus, klar. So, Schlafsack raus. Welchen immer er auch nimmt. Ach, ich esse jetzt nichts dazu. Wir schlafen einfach so mal eine Stunde. Vielleicht hat der Gute dann das Zeit hier gesegnet. Ja, hervorragend. Tatsache. Tatsache hat er das. Was habe ich denn hier gesehen? Ein Stein. Er hat es gesegnet. Mhm. Sehr schön. Dann heißt es Lampe wieder raus. Wie viel haben wir da noch drin? Okay, wir haben 0,11 verbraucht. Aber den Fisch werden wir vielleicht nochmal auflesen. Es fällt mir nämlich gerade ein, wir kochen den. Wir können ihn wahrscheinlich nicht essen, aber wir kochen den, dann gewinnen wir ein bisschen Laternenöl. So, der hat das Zeit hier gesegnet mit einem... Ja, gut, wir sollten vielleicht ein bisschen was anziehen. So, gefühlt 1 Grad, was reicht. Mehr brauchen wir ja nicht. Mehr, ach, zwei Hirsche. Zwei Hirsche hier. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja, die waren bei mir in der... ich weiß, ich habe es ja noch letztens gesagt. Ach Gott, Alter, ernsthaft? Hast du vielleicht mal Streichhölzer? Ja, die Leichen sind eigentlich immer leer. Okay. Gut, ich sag mal so, selbst wenn wir mit Pfeil... hervorragend. Selbst wenn wir mit Pfeil und Bogen unterwegs gewesen wären, das hätte eh nichts gebracht. Weil wir den nicht getroffen hätten, der war ja direkt um die Ecke, also von daher... Sehr schön. Zerfleischter Rehkadaver. Ist der eigentlich gefroren? Können wir den mit der Hand auseinandernehmen? Weil Zeit haben wir ja jetzt. Okay, es ist wohl gefühlt hier drin etwas kälter. Kann das minus 2 Grad? Ernsthaft? Ja, komm, Junge, jetzt zieh dich mal wieder an hier. Welche haben wir jetzt außen an? Die sind ja fast identisch. Okay, ist ja egal. Ja, wir sind schon drin. Wir sind schon in dem Escape this Cold. So. So, dann machen wir als erstes. Wir werden uns die direkt hier rauswerfen. Die Dinger hier. Die können nämlich schon mal lostrocknen. Und machen uns mal direkt an den anderen Hirsch ran. Der Hammer. Der Hammer. Ich bin begeistert. Wir haben zu essen. Und das Coole ist, man kann hier drinnen nämlich auch Feuer machen. Also wir haben die Lampe ja schon. Ja. Wenn ich jetzt hier sage, zack, also das geht. Okay, dann schmeißen wir das gerade dazu.
und machen uns an Mr. Wolf. Sehr schön, haben wir auch schon Wolfspelz, Mantel. Wir nehmen es aber. Fast alles. Warte mal, wir nehmen mal. Doch, wir nehmen 5 Kilo. Ich will den nicht jetzt wieder direkt spawnt haben. So, 4 Stunden. Na, dann sollten wir erstmal was trinken. Okay. Da machen wir nämlich gleich ein Feuerchen. Ist auch schön, dass man das jetzt in Halbkilo-Schritten. Ich glaube, das haben sie eingeführt. Das war ja eine ganze Weile nicht so. Gut. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Haben wir die Lampe abgelegt? Was war denn das mit der Musik gerade? Dramatische Musik wieder aus. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben doch hier ein bisschen Holz rumliegen. Stock. Stock. Das ist ein Zweig. Dann machen wir vielleicht das Feuerchen hier. Warte mal, wir hocken uns natürlich hin, dann sind wir ein bisschen besser näher am Grund. Muss man sich nicht so bücken, das geht ja auch mal ins Kreuz. Wisst ihr? Geht. 60% ist natürlich nicht der Hammer. Ich weiß halt nicht, soll man jetzt den Brandbeschleuniger gleich nehmen? Wir haben halt nur 8 Streichhölzer, das ist halt das Problem. Wir probieren's. Ja. Ja, in der Tat. Wir probieren das noch einmal und dann nehmen wir den Brandbeschleuniger. Ach, verdammt. Sollen wir es nochmal probieren? Ich bin halt so ein Sacker für Wahrscheinlichkeiten. Okay, wir nehmen es jetzt. Es hilft nichts. Das wären dann 4 Streichhölzer. Schöner Mist. So, dann machen wir als erstes mal, jetzt wollen wir ja was sehen. Einmal. War hier nicht noch irgendwo? Da hinten, glaube ich, gell? Ihr werdet wahrscheinlich super, super wenig sehen. Verständlicherweise. Jetzt ein Meter mehr. Gut. Dann schmeißen wir erstmal da was rein. Okay, mal. Wie lange brauchen das Ding? Ach, nur eine Stunde, ne? Das geht ja noch. Ja, da waren wir fast trocken. Gut, das heißt auf jeden Fall, wir werden jetzt das Fleisch kochen, wir werden uns Wasser kochen müssen. Ja, das ist kaputt, das werden wir dann halt nicht essen, aber wir sammeln Erfahrung. Ist ja auch was wert. Das war aber ein Oller Wolf. Und das noch. Sehr schön. So, da muss natürlich jetzt wieder erstmal was drauf. So, da machen wir gleich mal. Ja, er fühlt sich ziemlich müde. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, gut. Ja, ich will mich jetzt nicht zu sehr beladen. Es wäre zwar sinnvoll, noch mehr zu kochen. Ja. Alter. Ja. Ah, die Glut ist noch da. Naja, gut. Die ist uns jetzt erstmal egal, weil brauchen wir ja nicht. Wir wollen jetzt erstmal pennen. Wir müssen auch pennen. Der Tag hat übrigens angefangen. Das sieht man draußen nicht, ich weiß. Ja, die 46%, die schmeiße ich gleich wieder raus. Mal gucken. Wenn ich jetzt. Ich esse mal nur ein Stück Wolf. Okay. Wie sehr hat das jetzt angehoben? Noch gar nicht, okay. Gut, dann trinken. Ja, super. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge müssen wir das Zeug mal irgendwie rausschaffen. Ich weiß nicht, wie weit wir da kommen. Naja. Oh, die gefühlte Temperatur sinkt hier. Das Feuer geht gerade aus. Das wird wahrscheinlich ein ziemlicher Run. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden aber noch ein bisschen hier drin bleiben. Also wir werden wahrscheinlich schon noch bis zum nächsten Morgen. Wir bleiben noch den ganzen Tag hier drin. Naja, ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.